Ja, hallo, wir befinden uns heute in der Dresdner Neustadt und das ist hier eine Veranstaltung vom Tauschnetz. Tobias Vogler ist hier der Gründer des Tauschnetzes. Mein Name ist Dieter Lipka, bin auch Mitglied im Tauschnetz Elbtal. Und Tobias kann uns jetzt erzählen, wann das Tauschnetz ja, entwickelt wurde. Wann war der Start des Tauschnetzes? Also wir haben angefangen 2007 mit dem Tauschnetz, mit dem Standort in Prohles. Und da ist, glaube ich, im selben Jahr auch Meißen dazugekommen und dann noch ein paar andere Stadtteile. Und jetzt sind es 8 Standorte, so in der Region Dresden. Was ist Sinn und Zweck des Tauschnetzes? Na, der Sinn und Zweck ist, dass die Leute sich gegenseitig helfen im Sinne von Nachbarschaftshilfe. Also, dass man Sachen tauschen kann, die es so auf dem normalen Markt nie gibt und die halt sehr persönlich sind und wo vor allen Dingen auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle spielt. Also Dinge, die vielleicht früher in der Großfamilie geklärt wurden, die es jetzt nicht mehr so gibt, dass man das nutzt innerhalb einer Gemeinschaft vom Tauschring. Es bedeutet also nicht hauptsächlich materielle Dinge, die getauscht werden, sondern auch immaterielle Dinge. Beispiele, gibt es Beispiele zu immateriellen Dingen? Naja, es gibt Dienstleistungen, die getauscht werden. Also das sind wahrscheinlich auch mehr Sachen als die materiellen Dinge. Also so kleine Hilfen mal im Urlaub, mal, dass jemand Blumen gießt oder dass jemand mal aufs Kind aufpassen kann, wenn man selber nie da ist, jemand alleinerziehend ist. Und kleine Hilfen mal am Computer, wenn da was nicht geht. Also sowas. Und es ist aber das Besondere daran ist halt, dass es wirklich gemacht wird, weil ich gerne dem helfen will. Also nicht unbedingt, um jetzt irgendwelche Punkte zu verdienen, die ich dringend brauche, sondern wirklich aufgrund, dass man es gerne macht und mit dem auch gern tauscht. Von daher ist es auch nie verbindlich. Also man muss halt schauen, ob man Zeit hat, was man machen kann. Heute ist ein besonderer Tag, das ist der sogenannte Warentauschtag. Was passiert an einem Warentauschtag und wann ist der Warentauschtag immer? Also wir machen jetzt seit 5 oder 6 Jahren einmal im Jahr einen Warentauschtag und das bedeutet, dass wir sozusagen standortübergreifend Waren tauschen. Also das ist so eine Art Flohmarkt für Talente und auch Kunsthandwerk. Also wer was bastelt, Glückwunschkarten, na, es ist komplett die Weihnachtszeit, dass man da was findet, was man mitnehmen kann oder Bücher und DVDs, ne, die man schon gesehen oder gelesen hat. Also da gibt es ja viele Sachen und das ist der Warentauschtag, dass man da zusammenkommt, was Schönes mitnehmen kann, aber auch dann zusammen essen kann. Und wir haben auch immer ein bisschen Programm. Hier ist heute Modenschau und dann auch noch Biodanza und sowas. Ja, also auch das Gesellige steht halt immer mit im Vordergrund dabei. Vom Tauschring Prohles und bin jetzt seit 2 Jahren hier dabei. Und das Tauschring oder das Tauschnetz Elbtal gefällt mir deshalb, weil es halt eine Alternative zur klassischen Geldwirtschaft ist, wo es auch möglich ist, mit eigenen Talenten quasi Werte zu schaffen und auch mit anderen zu tauschen, ohne dass alles über das klassische Geld- und Gewinnsystem funktioniert.
das selbstgemachte Waschmittel vor? Es ist ganz simpel, man braucht drei Zutaten. Man braucht Wasser, man braucht Kernseife, am besten parfümfrei, und man braucht Waschsoda, bekommt man in jeder Drogerie. Genau, so, dann müsste man die Kernseife fein aufraspeln, dann wird sie im heißen, also in der Hälfte des Wassers, in dem Fall 500 Milliliter, aufgelöst, und dann kommt dann das Waschsoda dazu und dann nochmal 500 Milliliter heißes Wasser. Und dann muss man, bis es ausgekühlt ist, immer mal wieder schütteln.